Leute, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge Berlin. Ich weiß, dass ich gerade aussehe wie ein gerupftes Huhn. Ich muss mich noch fertig machen. Und heute steht auch ein bisschen was an, denn ich bin gleich bei meiner Oma. Ich fahre da zusammen mit meinem Cousin Chiara schön. Wer die Folge von vorgestern gesehen hat, sollte ihn kennengelernt haben. Und danach bin ich bei meiner Freundin, die dieses Jahr heiraten wird. Alle Brautjungfern treffen sich bei ihr und dann machen wir so einen netten Mädelsnachmittag mit allem, was dazugehört. Ja, ein bisschen SingStar spielen, ein bisschen chillen. Ich freue mich sehr drauf. Und heute Abend werde ich meine Koffer packen und ja, mich fertig machen, weil es morgen schon wieder nach Berlin in die WG geht. Worauf ich mich natürlich auch sehr freue. Ja, aber erstmal muss ich mich um das hier kümmern. Guten Morgen, liebe Freunde. Es ist Sonntag und ich bin immer noch alleine dort. Warum bin ich so krass überbelichtet? What the fuck? Okay. Ich bin heute immer noch alleine in der WG, aber heute Abend kommt Ivana zurück und dann mache ich nachher was mit ihr. Das heißt, es gibt dann auf jeden Fall noch was Cooles zu sehen heute. Ich habe richtig Bock drauf, Ivana wieder zu sehen. Morgen kommt Ruben auch wieder aus Barcelona zurück, was auch sehr cool ist. Und ja, ich gehe jetzt erstmal in die WG und melde mich gleich nochmal. Guten Morgen, Leute. Wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt, habe ich mich gestern schon wieder nicht verabschiedet. Das passiert mir jetzt zum zweiten Mal in dieser ganzen Serie bisher. Ich schäme mich richtig, weil das ist gar nicht meine Art. Aber ihr müsst verstehen, ich bin hier quasi gerade ein bisschen beschäftigt. So ein bisschen verknallt vielleicht. Und meine Speicherkarte ist gestern vollgegangen, obwohl ich sie eigentlich leer gemacht hatte. Ich hatte aber vergessen, dass da noch Bilder drauf waren. Und die konnte ich dann in dem Moment nicht mehr löschen. Das heißt, alles nach dem Strand konnte ich dann gar nicht mehr filmen. Und wir sind dann eigentlich nur nach Hause gegangen, haben Pizza bestellt und haben Filme geschaut und haben halt gepennt. Naja, es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich mich gestern dann nicht mehr richtig melden konnte. Aber ihr versteht das bestimmt. Ich bin jetzt hier, das ist eine neue Stadt. Und Gonzalo und ich verstehen uns halt voll gut und ja, kann ich jetzt auch nicht so viel machen. Aber wir haben uns jetzt fertig gemacht und gehen jetzt extra nochmal raus. Und wir gehen in irgendeinen Park und dann, glaube ich, habe ich irgendwann auch Hunger. Und dann schauen wir mal. Also so viel wird jetzt nicht passieren. Aber wieder ein bisschen Touri-Tour, so wie gestern und ja, so halt, ne? Schau mal, er sieht aus wie ein Engel im Licht. Er said you look like an angel. Because here on this camera, there's this light. Ja. Hallo. I'm an angel. Ja. Yeah. 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 Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall los und wir sehen uns gleich draußen. Hey Leute, wie geht's euch? Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Wie ihr schon merkt, bin ich mal wieder in einem Fitnessstudio und ich werde heute die Choreo zu Ende machen, die ich gestern angefangen habe. Und genau, dann werde ich diese nächste Woche abdrehen. Ja, beziehungsweise ja, filmen und darauf freue ich mich schon. Und danach geht es später für mich nach Berlin. Aber ich wollte den heutigen Tag nochmal ausnutzen, um den Tanzraum nutzen zu können, weil ich in Berlin immer noch keinen Tanzraum habe. Und nehme euch mit. Es ist gerade wirklich so krass schön und so eine tolle Abwechslung zu Berlin. Mein Taler da hinten telefoniert gerade mit seiner Mutti. Ich glaube, er erzählt ihr gerade, dass wir jetzt morgen heiraten werden.
Und also ich habe auch gesagt, ja klar, kann man schon mal machen, ne? Wir gehen jetzt auf jeden Fall in irgendeinen Park und dann schauen wir mal, was der Tag noch so mit sich bringt. Morgen geht's für mich schon wieder zurück nach Berlin. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht irgendwie stark depressiv wieder, wenn ich zu Hause bin. Weil hier geht's mir gerade so gut. Es ist so, so schön hier. Und ich muss auch ehrlich sagen, Barcelona ist halt, ich fühle mich eh so ein bisschen zu spanischen Städten hingezogen, glaube ich. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich, glaube ich, halb Spanier bin, aber hier ist es nochmal so ein bisschen anders. Also wie ihr das auch schon so seht, es ist alles irgendwie so versetzt und es gibt auch so Berge. Ja, anscheinend sind wir jetzt falsch gelaufen. Aber das ist eh besser so, denn das Licht in die Richtung ist viel, viel schöner. Adios, amigos. Talk to you later. Gell? Ja. Oh. Hat er euch aber einen Kuss gegeben. Guten Morgen. Chloe. So, um mich zu wecken, müsst ihr ein bisschen früher aufstehen, liebe Leute. Ich bin nämlich schon im Wald. Und der Hund dreht ihr schon richtig am Rad. Ich wollte heute eigentlich entspannt machen. Also, ich habe auch entspannt gemacht. Also, ehrlich gesagt, es ist nicht ganz so früh. Schon etwas später. Ich habe heute mal ein bisschen ausgeschlafen. Bin dann rausgegangen mit dem Hund, habe mich dann nochmal hingelegt. Wollte dann eine Pizza in den Ofen machen. Habe ich auch. Währenddessen habe ich meine Wäsche aufgehangen. Und ja, mit meinen Mitbewohnern gequatscht. Und irgendwann dachte ich mir, ah, meine Pizza. Dann hat die ganze Wohnung nach Rauch gestunken. Dann dachte ich mir, okay, Jungs, ich hol's mal ab. Okay, wir sind jetzt hier irgendwie hochgelaufen. Ich kann jetzt halt schon nicht mehr. Ich habe mich gerade schon gefragt, ob ich jetzt schon müde bin. Aber ich tue jetzt auch mal so, ja. Alles cool. I love to walk. Yeah, you do. It's amazing. Also anscheinend ist der Park, in den wir jetzt gehen wollen, auch 2 Kilometer weit weg. Zwei. 2 fucking Kilometer. Zwei. Ja. 2 Kilometer. Are you fucking kidding me? Okay. From now on, I can talk. I have to save air. Also ihr seid live dabei hier, Sportprogramm Rumia Café. Was geht bei dir so? Ich habe heute noch nichts gegessen, Mann. Ich wollte halt diese Pizza zum Mittagessen essen. Aber daraus wurde leider nichts. Wir sehen uns dann später, wenn ich was esse oder wenn ich dann im Theater bin. Ich bin zu Hause, Kinder, und habe mir erstmal was zu essen bestellt und habe gerade ein enzymatisches Peeling im Gesicht. Ein enzymatisches Peeling ist Peeling ohne Peelingkörner. Da ist ein Papaya-Enzym drin und Aloe Vera. Und das muss man einfach 5 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen. Irgendwie fühlt sich das nicht so an, als würde es wirklich was bringen. Aber es kribbelt so ein bisschen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da wirklich Wahrheit dran ist. Jetzt mache ich mal aus Jux und Dollerei quasi noch eine Anti-Pickel-Maske. Oh, mein Gesicht brennt gerade ein bisschen von diesem enzymatischen Peeling. Also scheint es wohl doch was gebracht zu haben. Also direkt mal noch eine Maske drauf. Anti-Pickel, weil ich an irgendwie unnötigen Stellen immer Pickel bekomme. Wie ihr ja alle wisst, weil ich sie euch dann immer zeige. Aber mein Motto ist, Peinlichkeit existiert nicht, wenn wir sie nicht zulassen. Leute, jetzt kommt mein Favorit in dieser Stadt.
man wird belohnt für ein paar Meter hochlaufen mit einer Rolltreppe. Geil. Now it's beautiful because you're going to see the sea there. Ganz da hinten, das letzte Gebäude, ganz am Ende, das kleine Ding da, da waren wir gestern. Und jetzt sind wir quasi ganz oben, hoffe ich doch zumindest. Denn wenn es so weitergeht, muss ich gleich mein wahres Gesicht zeigen und eben wirklich mal mitteilen, dass ich nicht mehr kann. Also wir sind gestern wirklich so gefühlt 5000 Meter gelaufen. Aka 5 Kilometer. ich glaube, das kommt sogar hin. Und ich kann nicht mehr. Das ist so anstrengend. Es hat unfassbar angefangen zu schütten. Wie man sieht, unfassbar. Ich habe schlauerweise natürlich nicht meine Regenjacke angezogen und habe auch nicht geguckt, wie das Wetter sein wird. Deswegen bin ich jetzt umgedreht. Und Chloe hat noch ein paar Spielpartner gefunden. Ich habe auch schlauerweise eine Jeans angezogen, um im Wald zu gehen. Habe auch nur diese Jeans dabei. Das heißt, ich muss gucken, ob ich die irgendwo noch ein bisschen ausklopfen kann, dass sie dann ein bisschen sauberer ist, wenn ich dann später im Theater bin. Gut, ich werde mich jetzt beeilen. Werde dann schnell ins Warme gehen. Gucken, wie rot meine Hände sind. So, ich bin jetzt fertig und wir fahren los. Mein Cousin hat mir gerade abgesagt. Ich dachte wenigstens, heute kann alles nach Plan laufen, aber egal. Er ist dann nicht dabei. Ich fahre dann alleine zu meiner Oma und ja. Der Herr fährt mich netterweise hin. Können wir los? Wir müssen auch noch den Müll wegbringen. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Ja, komplette Unverfrorenheiten. Foodora hat einfach meine Bestellung gecancelt, ohne mir Bescheid zu sagen. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde auf mein Essen gewartet und es ist nichts da. Jetzt habe ich nochmal neu bestellt und muss jetzt halt nochmal über 20 Minuten warten, was halt super frech ist. Aber was soll ich machen? Ich habe halt übelst Hunger und ich habe auch nichts hier und jetzt muss ich halt warten. Toll. Und es ist Sonntag, das heißt, ich kann nirgendwo einkaufen und hier ist sowieso kein Supermarkt. Wo bist du nur, Foodora-Fahrer? Das heißt, ich werde jetzt mal kurz auf mein Essen warten. Berlin schauen von gestern. Und außerdem dann duschen gehen. Und dann habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal meinen Blog, weil ich habe ja auch einen Blog. Und da sind halt auch so Bilder drauf von mir von vor Jahren, so als ich noch blond war. Und ich dachte mir, das könnte ja auch mal ganz interessant für euch sein, deswegen werde ich euch das gleich auf jeden Fall zeigen. Und ja. So, nach dem Marsch des Todes sind wir jetzt endlich angekommen. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen hier spazieren in diesem Park. That way. That way? Ja. Ja. Yay, we're gonna sit down. Ja, hier gefällt es mir auf jeden Fall schon besser. Oh. Which one do you like the most? Which one? Of what? The picture? So, ich habe jetzt hier gerade Bilder gemacht von einem Baum für ihn. Jetzt soll ich raussuchen, welches ich am besten finde. I like this one, the last one. Ja, Dinge, die man so als Fotograf macht, ne? Einfach mal Bäume fotografieren. Aber der Park ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gell? Ja. Sie. Ich bin jetzt für heute fertig
Ich habe heute nicht so lange trainiert, weil ich habe ehrlich gesagt gar keine Kraft mehr. Ich habe gestern, weiß ich nicht wie lange, getanzt. Heute war nur so, ich habe einfach nur die Chore verfeinert und weitergemacht. Ich hätte sie gerne heute spontan gefilmt, aber ich habe keine Kraft. Und ich würde mich eigentlich auch viel lieber so zurechtmachen für das Video. Vielleicht ist das dann besser. Ich ziehe mich jetzt an und wie ihr merkt, ich bin wirklich mega kaputt und habe halt noch diese Zugfahrt vor mir. Aber da kann ich ja ausruhen, dann kann ich ein bisschen Nintendo DS zocken, Musik hören, die Kurve da weitermachen. Und nein, ich tanze nicht im Zug, sondern ich höre einfach die Musik und dann stelle ich mir das einfach vor. Also nur damit ihr checkt, was los ist, ich habe den Fedora-Lieferanten an meine alte Adresse bestellt aus Versehen und jetzt ist er hier und oh. Und ja, ich habe mir Pizza und Pasta bestellt. Because I'm a pro. Geil. Und ich würde gerne mit Berlin schauen, aber irgendwie Error in Playing. File could not be played. Schade, Ike. Naja, was soll man machen? So Leute, ich bin gerade bei meiner Oma und meinem Onkel angekommen. Das hier ist meine Oma. Hallo. Weißt du, Hannes, die Jule, na, schön dich. Bad, hallo, wir gehen. Wir gehen Chi. Hallo. Hallo. Ja, und mein Cousin ist auch da hinten. Ich muss ihn erst mal fragen, ob ich ihn zeigen darf. Also guck mal, wie ich aussehe. Aber ihr wisst ja, wie das hier läuft. Ihr seht mich auch morgens ungeschminkt, weil ich gerade aufgewacht bin und aussehe wie eine Vogelscheuche. Also im Endeffekt juckt es eh niemanden. Und Leute, eins müsst ihr über Perser wissen. Ich habe euch die Geschichte mit der Fernbedienung jetzt schon erzählt, ne? Mit Frischhaltefolie über den Fernseher. Aber was Perser auch sehr gerne machen ist, einfach so ein Bezug über das Sofa, damit das auch nicht, ne, dreckig werden kann. Und was richtig lecker ist, Leute, das müsst ihr probieren, falls ihr das noch nicht gegessen habt. Das ist persisches Gebäck, schmeckt richtig heftig. Ja, und so sieht das bei den Persern immer aus, mit Obst, natürlich viel Süßkram und ganz viel Tee. Ich muss auch langsam leider los, aber ich bin bald eh wieder hier und dann können wir wieder zusammen vloggen, meine Omi und ich. Ne? Bad Yavi. Ja. Oh ja. Ja? 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 Geil. Rob allem war tschüss, Vicky. Tschüss. Tschüss. Es ist eigentlich ganz lustig. Wir sitzen jetzt hier bestimmt seit einer halben Stunde oder so und sitzen einfach nur da wie so zwei Steine. Okay. Okay. Where are we going? To figure the rest of the park and then we go to eat. Where's the rest of the park? And then. Okay. So, Leute, in alter Ruben-Manier geht's jetzt erstmal ins Taxi. Ich sag euch eins, ich bin jetzt einfach genug gelaufen. Das reicht, ich habe die ganze Barcelona-Innenstadt abgelaufen, wir sind den ganzen Strand da lang gelaufen, wir sind jetzt hier diesen fucking Berg hochgelaufen. Ist genug? Ich kann nicht mehr. Jetzt wird Taxi gefahren. Ich habe so viel Geld schon gespart, dadurch, dass wir einfach kein einziges Mal Taxi gefahren sind. Aber ich habe halt schon davon erzählt und jetzt habe ich ihn so ein bisschen angesteckt und ich glaube, er ist jetzt auf jeden Fall auch. Er wird jetzt infiziert von mir zum Taxifahren.
Rot-Wein oder wollt ihr jetzt noch kurz rausholen? Was? Wir sind doch eh die ganze Zeit nur draußen gesessen. Mach auf! Rot, trocken, von Sonne über so durchgefickt. Was? Was hat der Wein denn so gesagt? Unten auf dem Markt. Was? Du verdammt den Wein? Das hast du falsch gesetzt. Ein Witz, Martin. Ich hab da übrigens auch noch was anderes. Das war ja klar. Habt ihr Bock? Ich bin jetzt... Die wollen mich blamieren, Leute. Die wollen mich einfach blamieren. Zwei Wochen Periode ist ein bisschen zu lang. Du solltest dich vom Arzt checken lassen. Leute, die lügen ernsthaft. Die wollen mich verarschen. Die wollen mein Video stürmen. Die wollen mich pranken. Aber wirklich, die lügen nur. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Also ich bin jetzt hier angekommen. Ne? Bisschen zu spät, aber... Lieber zu spät als gar nicht. Und wir haben jetzt Essen bestellt. Ich liebe den Chili Cheeseburger. Ich zeig euch den mal. Der ist so heftig. Guck mal, das sieht gar nicht so schlimm aus. Sag mal was, man kann leider kein Facetune auf Videos machen. Sie so, man kann kein Facetune auf Videos machen, deswegen bin ich raus. Aber Buße, du doch nicht, komm her. Ich hab überall Pickel. Wisst ihr, wie ich mich morgens vlogge, wenn ich gerade aufgestanden bin? Du bist das gewohnt. Ich vlogge mit Mundgeruch. Man kann zwar nicht riechen, aber man kann es sehen. Pommes zu essen. So, wir gehen jetzt was Mittagessen. Und zwar hier. Also das gehört irgendwie dazu, aber man kann auch hier draußen sitzen. Okay, wir gehen doch nicht hier essen, weil es ist voll. We're very close to the center, so... Okay. We'll find some. Hier ist irgendwie schon fast schlimmer als in Berlin, manchmal was zu essen zu finden, weil immer alles voll ausgerichtet ist, was gut ist. Gut ist? Gut ist. I said like, it seems like it's like in Berlin here that every good place is very crowded. So, nach der Taxijagd kommt die Essensjagd. Wie jeden Tag. Das Leben ist spannend, Leute. Egal, wo man wohnt. Barcelona, New York, Paris, Berlin. Ist egal. Der Inhalt ist irgendwie immer das gleiche, habe ich das Gefühl. Ich suche ein Taxi und ich habe Hunger. Und ich will schlafen. So, ich habe jetzt einen mexikanischen Burger. Mit Jalapenos und... What do you have? Provolone, this tomato leches and chimichurri. Guten Appetit. So, ich bin jetzt frisch gewaschen, also frisch geduscht. Meine Haare sind auch wieder nochmal mit dieser Kur und dem ganzen Zeug gemacht. Die sind richtig weich. Ich fühle mich gerade wie ein komplett neuer Mensch einfach, so. Meine Haare sind einfach kein Stroh mehr. Das fühlt sich so gut an. Oh. Naja, jedenfalls, Ivana kommt gleich nach Hause, aber in der Zwischenzeit, bis sie nach Hause kommt, wollte ich euch kurz noch meinen Blog zeigen, von dem ich euch erzählt hatte. Ich habe den gar nicht lange geführt, beziehungsweise nicht viel darauf gemacht, aber immer mal wieder veröffentliche ich darauf einfach mal einen neuen Artikel. Ich sehe keinen Sinn darin, einen Blog zu führen, in dem ich Outfits poste und darüber schreibe, was ich trage. Also das mache ich zum Beispiel nicht. Ich mache eher so einen Blog, wo ich halt dann irgendwie mal so ein kleines Essay schreibe oder irgendwie über irgendwas, was mich interessiert oder persönliche Texte schreibe oder so einen Scheiß. Er heißt anushkavalede.wordpress.com. Es fängt hier unten an mit so Top 10 Movies, Top 10 Fashion Icons, Top 20 Musicians, Going Out in Berlin, Partying in Berlin, Top 10 so. Dann hier ein Artikel über Nacktfotos, so Modelfotos von früher. Mein neuester Eintrag ist mein ganzer Stolz. Das ist mein erster Eintrag von meinem eigenen selbstgeschriebenen Marvelpedia. Über The Inhumans. Ziemlich krass, ziemlich geil. Ich zeige euch mal den
Artikel. Das ist so ungefähr mein Fave. So sah ich aus, als ich so voll jung war und noch voll so der Emo und so. Hatte pinke Haare mal. Hatte so lange blonde Haare. Oh, was gibt's noch? Hier. Das war sogar schon in Berlin. Von Josef geschossen. Josef kennt ihr aber auch, wenn ihr Berlin öfter schaut. Hier SheMonster, das waren meine ersten Modeljobs früher bei SheMonster. Hier mit Ruben. Ja, aber da seht ihr mal so meine Einträge, die könnt ihr euch ja mal genauer reinziehen auf jeden Fall. Mein Blog. Vor allem mein Marvelpedia, darauf bin ich besonders stolz. Das habe ich literally selbst geschrieben und nein, ich schäme mich nicht dafür, ein riesengroßer Nerd zu sein. So, gut, also ich hoffe, die kleine Blogtour hat euch gefallen. Ich warte jetzt mal auf Ivana, wir bestellen uns dann noch was zu essen. Ist ja nicht so, als hätte ich mir vorhin schon was zu essen bestellt, aber ein kleiner Salätchen passt auf jeden Fall noch rein. Ivana hat auch gesagt, ein kleiner Salat passt bei ihr noch rein, von daher. So, gut, also dann warte ich jetzt mal auf sie und melde mich gleich nochmal. So, Leute, wir sind gleich in Berlin angekommen. Also wir sind schon in Berlin, aber es kommt noch eine Station, damit ich am Berliner Hauptbahnhof bin. Wir sind gerade in Berlin-Spandau oder so. Wir fahren jetzt noch ein Stückchen und ich melde mich, wenn ich zu Hause bin. Der Standardspruch. So, auch mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Bei uns geht gar nichts. Wir haben jetzt beide mega den Emotionalen bekommen, dann haben wir beide irgendwie rumgeheult, dann haben wir ewig lang gekuschelt, dann haben wir irgendwie geredet. Und jetzt habe ich gerade Süßigkeiten gekauft, ich zeige das euch mal kurz. Ich habe hier ein paar Sachen gekauft, jetzt bestellen wir gleich Essen und dann schauen wir einen Film und das war's dann eigentlich auch. Die volle Story, was genau jetzt hier passiert ist, bekommt ihr spätestens Montagabend. Da werde ich erzählen, was Sache ist und wie es war, weil ihr versteht es hoffentlich. Also das ist halt super privat hier gerade alles und ich will auch nicht die ganze Zeit gerade filmen. Also ich gebe mir Mühe, dass ihr einen guten Eindruck bekommt und ich gebe mir Mühe, dass ihr ein bisschen was von der Stadt seht, aber trotzdem muss ich so ein bisschen sagen, so okay, ich rede mit euch lieber, wenn ich wieder zu Hause bin und so ein bisschen ausatmen kann und auch so ein bisschen verstanden habe, was eigentlich gerade abgeht. Wir chillen uns auf jeden Fall jetzt erstmal ins Bett. Ich melde mich später nochmal. Aber für jetzt erstmal bis gleich. So Leute, ich bin jetzt bei meiner Mama angekommen. Ich wollte sie ja nochmal sehen, bevor ich morgen nach Berlin fahre. Die beiden hier hinten machen sich schon zurecht, weil ich ja gerade gefragt habe, ob ich vloggen darf. Und da muss man ja natürlich super aussehen, ne? Kann ich jetzt zeigen, Freunde der Sonne? Ausnahmsweise. Darf ich vorstellen, das ist meine Mami, hallo. Die heißt Nasrin und das ist mein Stiefvater Kemal. Und Salom. Und wer hier noch so ist, das ist Niki. Naja. Niki, was machst du da? Er will sein Leckerli haben. Ach so, war er denn auch fein genug, um das zu bekommen? Ja, an sich immer. Nur wenn er denn so für sich alles behalten möchte, ist das dann nicht so toll. Ja. So teilenmäßig. Ja, er ist nicht so wie wir, ne? Wir teilen ja alles. Ja. Ja. Ich nicht. Du teilst sowieso alles. Bei ihr ist das Teilen so. Geben immer, nehmen nie. Ja, das ist echt meine Mama original. Ja. Sie will geben, aber nicht nehmen. So sind halt die Mamis. Ja. Mama. So, wollen wir dem Kampfhund mal sein Leckerli geben? Na, komm mal hier. Ja, trau dich. Oh, wie sanft. Ja, das kann Bobby nicht, ne? Bei ihm ist direkt so, gib her. Und er ist so lustig vorhin. Ich wollte, wir wollten rausgehen, ne? Und er sollte nicht mitkommen. Und die Tür war so ein kleines Stück noch offen. Ich guck plötzlich, der rennt raus. So, einfach schnell rausrennen. Hauptsache, ich komme mit.
Ich so, hallo, Freundchen, geh wieder rein. Geh mal nach. Was geht denn bei Ihnen ab gerade? Ja, das ist das, was ich meinte. Denn ist auch unentspannt. Was hast du, Niki? Niki, du musst auch mal treiben. Niki ist der wahre Kampfhund. Aggressiv oder was hier? Bist du aggressiv? Lass das. Hallo, Freundchen. Ich will dein komisches Ding nicht. Du weißt gar nicht, was ich alles esse. Davon träumst du nachts, Freundchen. Ich trinke also noch ein Glas auf dich, Oliver. Von deiner Terrasse. Die du mir ausgibst, wenn du unten im Hafen auf meine Kosten an meiner Freundin, du Lage, streichst den Arm. Wo ist dieser Hund? Wo ist dieser Ja, Leute, gestern war ich ja so ein bisschen genervt von meinem Freund. Ich habe komischerweise gerade einen Anruf bekommen und er hat gesagt, er will mich überraschen und kocht heute. Das ist eine Premiere, hallo? Ich meine, dass er kochen kann, wusste ich, aber er hat noch nie freiwillig gesagt, ich will jetzt kochen, ich koche was für uns. Das ist gerade echt heftig, vor allem, es ist halt, ja, es ist halt wirklich eine Premiere. Ich bin gespannt, was er kocht. Ich fahre auch gleich dahin und... Eigentlich habe ich auch nicht so doll Hunger, aber ich werde es essen aus Prinzip. Einfach weil er so süß ist gerade und ich mich so freue. Ja. Mal gucken. Yay, Leute, ich bin endlich wieder zu Hause. Hier ist unser berühmter Aufzug. Vierte Stock. Tada! Boah, Leute, ich bin so glücklich, wieder hier zu sein. Boah, ich vermisse jedes Mal Berlin. Jedes Mal. Tadada. Schlusel. In einer Vlogger-WG kommt man nach Hause und erwartet einen nicht offene Arme, sondern eine Kamera. Ist so, einfach, oder? Einfach eine Kamera-WG. Hi! Ah, okay. Ja. Lass uns direkt was zu essen bestellen. Ja, Mann. Essen. Wie lange ist es gefahren? Boah, 3,5 Stunden. Digga, gar keinen Bock da drauf, ey. Ja. Okay. Oh, geil, Salat, Leute. Geil. Dann willst du zuerst einen Salat mixen? Mach du zuerst. Okay. Ich halte die Kamera. Ich auch. So, einmal das, einmal das, einmal... So, liebe Leute, ich melde mich jetzt nochmal von draußen bei euch. Ich gehe jetzt ganz kurz Geld abheben, weil wir mir gerade Pizza bestellt, aber ich habe nicht mehr genug Cash. Und wir haben gerade, glaube ich, 20 Minuten lang diskutiert, wer jetzt diese Pizza zahlt. Und es ist voll süß. Er will mich die ganze Zeit auf alles einladen, aber ich bin halt so ein Mensch, ich hasse es, wenn ich jemanden mag und die Person will mich einladen.
Also ich glaube, ich bin einfach so ein Sugar Daddy in the making. Aber ihm gefällt es halt gar nicht. Und jetzt hat er halt einfach gestern alles irgendwie gezahlt. Weil er meinte, dass ich halt den Flug irgendwie gezahlt habe, bla bla bla. Kann ich auch irgendwo verstehen, deswegen habe ich ihn auch gelassen. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Okay, das hier sieht halt weird as fuck aus. Ich will einfach nur Geld abheben. Das sieht aus, als wäre ich irgendwie bei so einem Kontrollcenter. Schaut mal, da ist sogar eine Kamera. Wie lustig ist das denn? Hallo, Schatzi. Hallo, meintest du nicht springen, Bobby? Nicht springen, nein, nicht springen, Schatz. Wer ist da, Bobby? Hallo, Schatz. Na, Schatzi, nicht springen. Geh mal runter. Geh mal runter, Schatz. Schauspielerinnen gewesen. Ja, viele Eltern haben befürchtet, dass wenn die Kinder weiter hierhin schicken, dass sie auch, wie soll ich sagen, benachteiligt werden, dass sie nicht in der Türkei gehen, fliegen. Bisschen viel Wasser am Reis gewesen, ne? Hast du asiatischen Reis gemacht? Was ist das für ein Reiskocher? Der ist voll heftig. Ja, das ist ein persischer. Hast du auch viel gemacht? Nee. Muss auch viel machen, dann ist unten noch Tadik. Tadik ist übrigens angebratener Reis und es ist halt, es schmeckt halt wie Chips, weil es so knusprig ist. So. Unser Salat ist gerade gekommen. Lit. Und jetzt setzen wir uns in die Küche und essen. Okay. Like this. Brauchst du eine Gabel, ne? Yes. Okay, wie immer hat Ivana sich einfach wie ein ganz normaler Mensch nur einen Salat bestellt und ich einfach Salat und Suppe und Cola. Weil ich einfach geisteskrank bin in meinen Augen. Okay. Weil ich vorhin einfach ungefähr vor 3 Stunden schon mal bestellt habe. Ach, ehrlich? Ja. Naja. Ja, dann. Okay. Guten Appetit. Dankeschön, dir auch. Und euch auch, falls ihr gerade was esst. Falls ihr gerade was esst um 22:15. Okay. Ciao. Okay. Wir sind wieder im Hotel. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall alles ein bisschen doof, weil wir uns halt krass mögen und es war jetzt halt auch nur 2,5 Tage und wir sind jetzt auch beide ein bisschen verwirrt von der ganzen Situation und ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie es weitergehen soll, aber ich hoffe, ihr versteht das alles ein bisschen und wird euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber für jetzt haben wir Pizza bestellt. Legen uns ins Bett und morgen muss ich ja schon wieder los. Relativ früh sogar. Das heißt, das wird auf jeden Fall auch, naja, ein bisschen schwer. Hola! Hola! ¿Qué tal? So, romantischer geht's quasi nicht mehr. Ja. That's yours. No. No. Yes. Yes? Okay. But we split anyways. So sieht übrigens unser mega romantischer Abend aus. Wow. I just love how the laptop is on the trash can. Also Leute, Tutorial, einfach so, Mülleimer nehmen. Guten Appetit! Ich habe mir meine Kamera geholt, weil mich ein richtig geiles Paket erwartet gerade. Ich habe noch nicht richtig reingeschaut. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Kooperation, die ich für Instagram habe. Das ist eine Jahreskooperation sogar. Das heißt, sehr wichtige Sachen sind hier drin. Achtung, das ist so ein großer Karton, der ist halb so groß wie du, Digga. Oh mein Gott. Okay, Digga, was? Oh mein Gott, auf jeden Fall sind das Fitnessprodukte. Das sind so...
Kapseln und so. Oh Gott, Alter, jetzt trinkst du jetzt so Proteinshakes und so einen Müll. Warte mal. So viel für, oh mein Gott, Eiweißriegel, Leute. Digga. Ich liebe Eiweißriegel. Dann haben wir hier so Säcke voll Ach, mit du Scheiße. Eiweiß, Protein und so. Also die Muskeln kommen, ne, Leute? Die Bauchmuskeln nächste Woche, sage ich euch. Dann steh ich hier wie so eine Kante. Du ernährst dich jetzt einmal so wie so ein heterosexueller, so ein heterosexueller Gym-Assi. Dann sind hier, glaube ich, noch so Sportsachen. Geil! Immer wenn die Werner neue Sportsachen kriegt, ist sie so entspannt. Ciao, ciao! Geil! Leute, ich habe einfach eine Jogginghose zugeschickt bekommen. Und weil ich nicht genug Jogginghosen haben kann oder so. Pullis. Haben wir auch noch mehr Pullis. Ja! Yeah. Okay, raste auf! Weil wir dürfen ja nicht mehr so laut sein wegen unseren tollen Nachbarn. Oh so, ja, okay, dann. Die Ivana verschwindet halb in dem Karton. Ein Maßriegel. Wow. Proteinmaßriegel. Okay, yeah. Girl. Schmeiß alles raus. Brauchst du irgendwie Hilfe oder so? Okay, Ivana verkriecht sich jetzt in ihrem neuen Zimmer. Hast deine Mütze irgendwie auch ein bisschen gelost? Okay, Girl. So, jetzt hast du auch ein bisschen Bizeps. Mal so ein 8 Minuten Unpacking. Also für mich sind die Produkte übrigens auch. Ja. Okay, genug Training für heute. Nimm doch jetzt einen After-Training-Shake. So, Leute, was habt ihr die letzten Stunden verpasst? Nichts. Das Einzige, was ich getan habe, ist, wir haben auf der Couch rumgelegen, ein bisschen so einen Film, so einen Psychofilm angeguckt, der gelaufen ist. Und ich habe noch ein bisschen bei Amazon nach Möbeln geguckt, weil ich halt, wenn ich aus Berlin wieder zurück bin, mich darum kümmern will, dass die Wohnung endlich fertig wird. Und deswegen habe ich so ein paar Kleinigkeiten gesucht. Ja, und das war es auch schon wieder. Ich habe das Kofferpacken auf morgen verschoben, weil es schon echt spät ist und ich extrem müde bin. Und deswegen mache ich das dann morgen. Ja, das war die heutige Folge und ich hoffe natürlich, dass sie euch gefallen hat und dass wir uns morgen wiedersehen. Und das mit Sprachfehler. Ja, dass wir uns dann morgen wiedersehen, dass ihr morgen wieder einschaltet und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Und wir sehen uns morgen. Tschüss. So, ihr habt schon wieder fast vergessen, gute Nacht zu sagen. Deswegen mache ich das jetzt. Leute, ich bekomme es noch hin. Gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen. Wir sehen uns morgen zu 300% verheult wieder. Das ganze Drama könnt ihr euch dann die ganze nächste Woche reinziehen. Mal schauen, was das wird. Und ja. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mit Lachen und mit Weinen die letzten Tage und wart aufgeregt für mich und habt mir die Daumen gedrückt. Falls ihr das gemacht habt, hat es was gebracht. Und ja, wir sehen uns dann halt morgen wieder. Nicht wie immer in alter Frische. Ich werde morgen auf jeden Fall, also ich weiß jetzt schon, dass das wird lustig morgen. In dem Sinne, schönen Abend euch und guten Morgen. Oh Mann, ey. Ja. Bis dann. Ich fühle mich übrigens langsam so, als wären wir beste Freunde, obwohl ich euch gar nicht kenne. Aber ihr wisst irgendwie alles. So, es ist jetzt auf jeden Fall schon übelst spät. Irgendwie auf jeden Fall, glaube ich, nach Mitternacht. Moment. Und ich dachte mir, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um mal ein bisschen mein Zimmer wieder aufzuräumen. Denn wie viele von euch wissen, bin ich die unangefochtene Chaos-Queen. Ich habe mir auf jeden Fall aus Tainaras Zimmer, denn Tainara ist ja ausgezogen, dieses Teil hier geklaut.
Und ja, jetzt werde ich vielleicht mal die ganzen Klamotten, die hier rumliegen, da reinmachen. Dann habe ich das ganze Chaos-Problem eigentlich auch schon wieder gelöst. Okay, excuse me, Mr. Bill Collector, I got problems. My checker, Rob Manana, I'ma pay my debt, I promise. I spent $20,000 with my partners in Bahamas. Another $20,000 on Rick Owens out in Barney. I said, excuse me, why the fuck you looking, what's your problem? I swear we gon' have drama if you touch my telegarments. All you see is niggas here, so that mean this trick is there. What you mean, we got weed and codeine and bricks for sale. I bet a lot of niggas plotting, so you know I got that heater, bruh. Slide my side of all them, catch me riding with my Nina, bruh. She got an apple bottom that remind you of Anita, bruh. Oh, you mean like Q-Tip? Now that girl my new bitch. Seht ihr? Es ist voll aufgeräumt jetzt, schaut mal. Also für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Sehr aufgeräumt. Bin jetzt auf jeden Fall übel stolz auf mich, muss ich sagen. Props und Respekt an mich selbst. Ich bin zu Hause. Das Theaterstück war sehr lustig, wie man gesehen hat. Ich habe zwischendrin so einen Nachtkampf gehabt. Alles aus. Lukas war so ein Vogel, ey. Nee, ich habe echt Spaß gehabt. Ich habe ihn zum Schluss nur ganz kurz gesehen. Er war auch sehr happy, dass wir da waren. Und hat echt gut gemacht. Ich meine, er ist jetzt fertig mit seiner, er hat ja Schauspiel studiert. Er ist jetzt fertig seit ein paar Wochen. Und das ist, glaube ich, noch das letzte Stück, was er auch macht für die Uni, glaube ich. Auf jeden Fall fand ich es echt lustig. Und hoffentlich hat er auch ein bisschen Spaß. Okay, damit ihr nochmal wisst, wer Luca ist. Luca ist der etwas kleinere gewesen, also nicht der große. Das war der, der immer so rumgeschrien hat. Deswegen musste ich so lachen. Ja, dann wollte ich irgendwie noch irgendwie ein Bier trinken gehen, aber ich muss morgen relativ früh raus. Ich muss auch morgen, gehe ich endlich mal zum Friseur, hoffentlich. Ist ja jetzt irgendwas dazwischen gekommen. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Morgen beginnt wieder die Woche. Ich wollte morgen eigentlich ins Studio gehen, das mache ich jetzt übermorgen. Da wird dann auf den You and Me Song ein bisschen was geschrieben. Und ja, das war's. Gute Nacht. Ab ins Bett. Tschüss. So Leute, mein Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Aber bevor es ganz zu Ende ist heute, habe ich gerade noch nach Rubens Geburtstagsgeschenk geschaut. Boah, was für ein Licht. Und zwar will ich ihm ja schenken, dass wir zusammen nach New York gehen. Allerdings sind die billigsten Flüge für zwei Personen Hin- und Rückflug 842,24 €. Das kann ich jetzt nicht, glaube, das kann ich jetzt nicht ganz alleine bezahlen, weil das ist schon ein bisschen arg teuer. 842,24 €. Aber ja, ich werde das auf jeden Fall buchen. Dann fliegen wir vom 22. März bis zum 3. April oder bis zum 4. April nach New York. Und das wird auf jeden Fall richtig lit, Leute. Da werden wir richtig viel Spaß haben. Ich war noch nie in den USA, ich war noch nie außerhalb von Europa. Ich habe richtig, richtig Bock, mal so richtig weit weg zu verreisen. Ich glaube, ich buche das jetzt mal. Und danach werde ich meine Sachen packen und dann fahre ich zu Daniel in die Wohnung. Der kommt morgen früh um 9 nach Hause. Und dann bin ich quasi schon bei ihm. Dann können wir den Tag zusammen verbringen, weil morgen hat er seinen einzigen freien Tag, mehr oder weniger. Das war's dann für heute von mir. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viel Spaß weiterhin bei... Ich weiß gar nicht, was kommt denn nach uns? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.